Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer der Apple Watch Series 10 und habe diese natürlich für euch so ein bisschen getestet. Und was ich so im Alltag feststellen konnte, ob die Uhr zu groß ist für relativ schmale Handgelenke und ob das Titan ein guter Wechsel war im Gegensatz zum Edelstahl, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Apple Watch der 10. Generation. Und ihr seht schon, ich benutze das Ganze hier mit dem Malinese Armband. Ich glaube, so wird es richtig ausgesprochen, was hier Apple dazu gibt. Es ist die 10 in Titan und da ist der erste Punkt der Neuerung, denn Apple hat ja im Gegensatz zu den letzten Modellen nicht eine Titan-Variante auf den Markt gebracht, die dann wesentlich teurer war als die Edelstahl und dementsprechend auch als die anderen, sondern hier gibt es nur noch Aluminium und Titan. Und das ist natürlich für denjenigen, der sagt, okay, ich möchte gerne etwas mehr Geld ausgeben, um einfach dieses Modell nutzen zu können, eine feine Sache. Titan ist natürlich von der Gewichtsersparnis her sehr, sehr angenehm zu tragen und sehr leicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe teilweise nicht mal gemerkt, dass die Uhr am Arm war, gerade wenn man jetzt den Pullover so drüber hat. Deshalb habe ich heute so mal Pullover angezogen, dass man das mal auch demonstrieren kann. Ja, da ist das schon sehr, sehr angenehm und sehr, sehr leicht. Und was natürlich dazu kommt, im Gegensatz zur Series 7 oder 8, ist natürlich der Baufaktor in der Höhe schmaler geworden, angenehmer zu tragen geworden. Ihr seht das, das ist wie gesagt die 7er, die tut immer noch einen sehr guten Dienst und ist immer noch eine sehr, sehr schöne Uhr. Ja, keine Frage. Aber das Ganze hier ist schon enorm größer geworden. Das merkt man auch so ein bisschen, wenn man das Ganze hier so am Handgelenk trägt. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, viel, viel größer dürfte die Uhr bei meinem Handgelenk nicht mehr werden. Dann ist es zu groß. Also ganz ehrlich, dann wäre das nichts mehr für mein Handgelenk. 46 mm heißt das größte Modell jetzt vor der Apple Watch der Ultra und der Ultra 2. Ja. Von daher dürfen sie nicht größer werden. Wenn sie größer werden, kommt das irgendwann dazu, dass euch die Krone am Handgelenk dann, ihr seht das, ich trage sie jetzt immer noch am rechten Arm, dann würde euch die Krone hier so ein bisschen ans Handgelenk stoßen und die wird einfach dann auch zu groß. Die neue CPU rennt, da gibt es nichts zu meckern. Die ist sehr, sehr schnell, also alle Apps laufen richtig super schnell. Die sind von der Sache her auch nicht so, dass sie irgendwie haken oder so. Es ist alles sehr flüssig, es ist alles gut ablesbar und es macht einen Heidenspaß, mit der Uhr zu arbeiten. Es gibt natürlich Neuerungen, die sind toll, gerade mit der App, wo man die Wassertiefe und die Temperatur mitmessen kann. Das Ganze geht nur bis 6 Meter, also das ist mehr was für den Hobbytaucher oder für die Badewanne, als dass ihr da 50 Meter tief tauchen könnt. Muss man ja auch nicht unbedingt, dann hat man sicherlich diesbezüglich eine andere Uhr am Handgelenk. Die neue Schlafüberwachung, die habe ich getestet und Gott sei Dank bin ich da nicht von betroffen. Das finde ich gut. Das geht also richtig fix. Wenn man sich die Ladezeit mal anschaut, auch das habe ich getestet, dann ist es im Gegensatz zu meiner 7er hier wirklich schon enorm schnell das Laden. Also das geht mit der Uhr richtig, richtig fix. Das ist wirklich so, dass ihr jetzt Fast Charging habt und das auch dementsprechend mal den Namen verdient hat, weil es wirklich ja, in 30 Minuten soweit ist, dass ihr die Uhr wieder über den ganzen Tag nutzen könnt. Und das Schöne ist, wenn man zum Waschen, zum Duschen oder so vielleicht doch mal die Uhr abnimmt, weil man sich halt komplett waschen möchte, dann kann man die in der Zwischenzeit an das Ladegerät anstöpseln und dann geht das auch wieder ratzfatz, dass da Saft auf die Uhr kommt und ihr könnt sie dementsprechend auch ganz bedenkenlos in der Nacht tragen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass am nächsten Tag der Akku alle ist. Apple gibt wieder die gleiche Anzahl an Stunden an, was die Laufzeit angeht. Ich habe das natürlich für euch getestet jetzt in dieser Zeit. Ich bin auf 28 Stunden gekommen und hatte da noch Rest von 10% hier auf der Uhr stehen. Das bei normaler Benutzung. Das heißt, ich habe das Always-On-Display nicht aktiviert, also ich muss meine Uhr noch anheben. Ich brauche das nicht. Ja, aber ich habe eben rumgespielt, habe Nachrichten gelesen, habe Apps benutzt, habe mich navigieren lassen und.
Und das ist eigentlich ein relativ guter Wert. Das ist natürlich von Modell zu Modell jetzt ein bisschen unterschiedlich. Also auf der Series 10 kann es natürlich zu Abweichungen kommen unterhalb der Uhren. Ja, da habt ihr vielleicht mal eine Stunde länger oder eine Stunde weniger. Und das ist ja auch ein Profil eurer Nutzung, das dahinter steht, ob der Akku etwas länger hält oder dementsprechend schneller alle wird. Entschuldigung. Ja, das hat mir gut gefallen. Das ist toll mit dem schnellen Laden. Dann finde ich das auch gut mit den neuen Apps, auch mit der Vital-App, die jetzt mit drauf ist. Also die neue, das ist alles super schön. Damit kann man arbeiten, das ist gut. Die Uhr trägt sich sehr, sehr angenehm. Das Material und die Verarbeitung ist auch wirklich tadellos. Da gibt es nichts zu meckern. Ich habe auf jeden Fall nichts zu meckern gehabt. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Die Verarbeitung ist spitze. Das Display war mir sehr, sehr groß im ersten Moment gegenüber dieser hier. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe hier jetzt mal eine Displayschutzfolie vorsichtshalber mit drauf gemacht. Weil natürlich ist die Uhr am Handgelenk größer und somit eckt man natürlich auch mehr an. Ja, normalerweise, wenn man das jetzt mal so demonstriert, wenn ich diese Uhr hier so ummache, die Siemer, dann seht ihr das schon, dass ein Unterschied da ist, alleine von der Breite und von der Länge dieser neuen. Ja, und man kann das, denke ich mal, sehr gut erkennen. Da ist schon ein bisschen mehr und somit kann es natürlich auch passieren, dass er irgendwo mal anstößt oder irgendwo mal vielleicht doch mit dem Display unsanft draufkommt und einfach, um da ein bisschen Schutz zu machen, ganz billig bei Amazon Displayschutzfolie. Und wenn die mal zerkratzt ist, das ist nicht so schlimm. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Wir haben ja neue Spielereien. Es gibt ja einen neuen Lautsprecher an der Seite, der dann hier im Grunde genommen auch ein neues Design aufweist. Und ich hoffe mal, dass meine Cam das so ein bisschen einfedern kann. So, jetzt sieht man so ein bisschen. Wir können jetzt Podcasts, Musik etc. pp. hier über diese Lautsprecher benutzen und abhören. Der Klang ist okay. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wenn mal Not am Mann ist und es ist irgendwo keine Musikanlage in der Nähe, dann kann man das definitiv nutzen. Aber zu mehr dient es eigentlich nicht. Was die Sprachqualität angeht mit dem Telefonieren, da war ich eigentlich ganz positiv überrascht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe mit einigen telefoniert und habe auch mal gefragt, wie hört ihr mich jetzt? Wie ist die Verständigung? Habt ihr Nebengeräusche oder so? Das war eigentlich nicht der Fall. Jeder Teilnehmer hat gesagt, hey, du bist gut zu verstehen, das ist angenehm, alles in Ordnung. Wieso? Warum? Und dann habe ich erzählt, dass ich halt mit der Uhr telefoniere und die nun nicht gerade typisch, ja, jeder, der das kennt, der eine Apple Watch hat und damit telefoniert, die laufen meistens immer so rum. Nein, doch. Nein, ich habe die Uhr einfach, fallen lassen am Handgelenk, ganz normal, nicht bewegt und das war mir eigentlich wichtig, dass man dann immer noch überhaupt zu verstehen ist. Und das hat eigentlich auch gut geklappt. Das ist so. Der neue Chip in der Uhr gegenüber der 7 ist schwierig zu vergleichen. Der rennt natürlich wahnsinnig schnell. Da hätte ich lieber die 9er haben müssen als Vergleichs- oder Referenzmodell. Das ging aber leider nicht, weil ich sie nicht habe. Naja, ich muss ja auch ein bisschen ehrlich zu euch sein. Denn, und jetzt komme ich eigentlich schon zum Ende von dem Video, die technischen Features. Ich hatte es beim Unboxing euch schon so ein bisschen erzählt und es gibt hunderte Videos, wo ihr euch nochmal genau informieren könnt mit den ganzen technischen Features. Wir haben jetzt 46 mm und 42 mm als Uhrgröße am Start. Es gibt das Ganze in Aluminium und in Titan. Titan ist sehr, sehr hochwertig. Es ist wirklich ein super schönes Finish. Die Uhr sieht toll aus, auch in den verschiedenen Farben, die es da bei Titan jetzt gibt. Das Malinese Armband ist nicht so unbedingt mein Freund. Das ist sehr gut verarbeitet, aber ich mag es nicht so. Ich bin jetzt auch in froher Hoffnung, dass mein bestelltes Armband kommt. Das werde ich euch auch nochmal vorstellen. Das ist von Bandwerk, das dementsprechende Titan-Armband. Da freue ich mich noch drauf. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ansonsten vom Display her mit dem Always-On-Display und dass das auch sekundentaktmäßig jetzt angezeigt wird, finde ich gut. Die neuen Apps sind sinnvoll. Mit der Musik hören kann man machen. Das ist so. Was im Grunde genommen das Always-On-Display angeht, da hatten wir ja auch neue, quasi neue Displays jetzt hier. Und die sind sehr gut integriert. Also man hat da die Möglichkeit, wirklich sekundengenau den Zeiger zu verfolgen, beziehungsweise Messungen zu machen etc. pp. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine Apple Watch 8 oder Apple Watch 9, dann würde ich euch raten, behaltet diese Uhren noch eine Weile. So doll sind die Features nicht, dass es sich lohnt,
dazu zuschlagen, warte dort lieber auf die nächsten Modelle, die kommen. Ich mache das, wie gesagt, immer so. Ich habe die 7er jetzt hier 3-4 Jahre gehabt und habe mir jetzt die 10er geholt. Das bereue ich auch nicht. Das ist eine gute Uhr, die sehr, sehr angenehm ist. Das Display ist natürlich sehr, sehr toll geworden. Auch das größere Display macht Sinn im Alltag, weil er einfach ein bisschen mehr auf der Uhr erkennt. Alles gut, alles schön. Aber der Mehrkostenaufwand, wenn ihr jetzt eine 9 oder eine 8 euer eigen nennt, zur 10, der ist definitiv nicht gerechtfertigt. Da würde ich euch raten, spart das Geld lieber auf 11, 12 oder 13. Denn 8 und 9, die sind auch super schnell. Da sind tolle Chips drin. Und auch die meisten Features könnt ihr nutzen. Ja, es gibt ein bisschen was, was es nur bei der 10er gibt, aber das ist Apple-typisch. Das macht ja Apple aus marketingtechnischen Gründen schon immer so. Und von daher ist das halt der Weg von Apple. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vor, euch vielleicht in Richtung Weihnachten eine Apple Watch der 10. Generation zuzulegen? Wie findet ihr das neue Design, dass es flacher ist, dass es ein bisschen größer ist? Gefällt euch das oder hättet ihr lieber ein komplett neues Design oder vielleicht die Größe von den etwas älteren Uhren? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. In diesem Sinne sage ich Tschüss gesagt und reingehauen. Bleibt mir schön gesund und gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Big L. Macht's gut.